Was vielleicht noch, wenn wir gerade. Heute machen wir es mal ein bisschen hyperaktiver. Ich bin drauf. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Gymer TV. Ich habe hinter mir wieder einen Leica, diesmal Leica Cosmo, aber nicht irgendein Cosmo, sondern den Cosmo Emblema, also praktisch eine Abart von dem Cosmo, da ist noch ein bisschen mehr Ausstattung drin. Leica hat 7 Grundrisse dabei rausgebracht und wir haben heute den 209E am Start. Viel Spaß mit dem Video. Gehen wir aufs Außendesign mal ein. Wir haben jetzt hier auch den Fiat 8 verbaut. Auch zum Fiat 8 haben wir... Fiat 8 ist Quatsch. Du machst dann einfach einen Wusch und dann kommt eine neue Szene. Wir haben jetzt hier den Fiat Ducato 8 schon mit drin. Das heißt, wir haben hier am Fahrerhaus schon leichte äußerliche Veränderungen. Was auch wichtig ist, wir haben ein separates Video zum Fiat Ducato 8 gemacht, wie er jetzt wirklich mal im Serienzustand dann ist. Was da drin ist, was nicht drin ist und so weiter und so fort. Könnt ihr auch gerne auschecken. Und ganz wichtig, mir fällt es gerade ein, auch unbedingt mal auf unserem Instagram-Kanal vorbeischauen. Da haben wir immer beifügigen Content, auch jetzt zum Leica oder dann auch die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr kein Video mehr. Wir haben jetzt nämlich hier den Emblema und der unterscheidet sich äußerlich von dem normalen Cosmo. Auf der einen Seite habt ihr serienmäßig schon die Alufelgen mit drin und auf der anderen Seite haben wir hier noch so eine schwarze Fläche oder ich sag mal anthrazitfarbene Fläche, die wir jetzt beispielsweise auch von Detlef, Sunlight oder sonst was kennen. Das ist jetzt beim Emblema mit dabei, der Cosmo, also der ohne Emblema. Da ist dann praktisch, sind nur diese Zierleisten, die wir oben und unten haben. Also sieht ein bisschen anders aus. Ihr könnt aber auch mal ganz gut vergleichen, weil wir gerade nebendran einen EcoVip stehen haben, was das äußerlich für einen Unterschied macht. Also die T-Haube ist ein wenig kürzer. Das sieht man auch, ja. Der EcoVip ist jetzt hier mehr in einem Cremeweiß und der Cosmo mehr in einem Kaltweiß. Wirklich ein sehr strahlendes Weiß, sage ich jetzt mal. Und wir haben auch hier beim Cosmo serienmäßig die Rahmenfenster drin. Also auch eine gute Empfehlung, wenn man ein bisschen mehr Wert auf Sicherheit legt oder auch auf die Isolierung, dann sind die Rahmenfenster immer gut. Wie gesagt, beim Cosmo sind sie dann auch serienmäßig. Ganz klassisch in Kupferoptik hier unser Leica-Hund haben wir beim EcoVip gerade eben auch gesehen. Auch hier nochmal so ein Streifen. Also designtechnisch echt nicht schlecht. Wenn wir jetzt schon mal hier sind, gehen wir schon mal auf die Garage hier ein. Gucken wir uns mal an. Da lässt sich auch schon so ein bisschen vermuten, wie dann das Holzdekor sein wird. Also auf jeden Fall ein dunkles Rot, aber dazu kommen wir dann nochmal im Vergleich. Was mir auf jeden Fall sehr gut gefällt bei der Garage, sehr clean, ja. Also durchgängig die gleiche Breite, ist natürlich auch ein 7 Meter Fahrzeug. Dementsprechend ist die Heckgarage jetzt natürlich nicht das Größte, was es gibt. Ja, aber die hat trotzdem eine gute Breite. Wir schauen es uns von der anderen Seite dann nochmal an. Dann kommen wir zum Heck. Da haben wir hier in Mannheim hier immer unseren Graben. Ach so, ja, auch ganz gut zur Information. Die Leica Wohnmobile, auch den Cosmo Emblema, EcoVip und sowas gibt es jetzt erstmal nur in Mannheim. In Wertheim müssen wir mal noch gucken, da haben wir die Leica Campervans aber da. Da habt ihr ja schon ein Video von uns auf dem Handelsplatz gesehen. Wir sind jetzt auch in Mannheim, selbstverständlich. Ne? Also hier Leica Emblem, die Rückleuchter links und rechts sind in Hochkantform angeordnet. Ein sehr stabiles, aussehendes Heck. Also ich finde es nicht schlecht, sieht für mich sehr gut aus, auch mit den grauen Akzenten hier. Das ist hier eine dreidimensionale Schrift, also die ist auch haptisch, ja. Ja, also bin ich jetzt leidenschaftslos, möchte jetzt auch nicht so großes Tamtam drum machen. Was mir gut gefällt, ist auf jeden Fall die Rückfahrkamera. Die sieht nämlich wirklich sehr, sehr schön aus da oben. Dann kommen wir mal zur anderen Seite von der Garage. Das Bild ist jetzt kein anderes. Aber trotzdem habe ich den Zollstock bereit. Ihr findet natürlich die Klappenmaße, Garagenklappe und alles Mögliche immer in der Videobeschreibung. Trotzdem messen wir es gerne mal aus, um es auch wirklich zu checken. Höhe der Klappe 1,10 Meter circa und Höhe der Garage circa 1,15 Meter. Also es könnte auch ein bisschen mehr oder weniger sein. Checkt es am besten dann in der Videobeschreibung aus, wenn es euch näher interessiert. Das ist jetzt mal, wie gesagt, nur geschätzt. Was wir haben hier einen Aufkleber, das ist auch mal ganz gut zum Zeigen. 150 Kilo. Kann ich diese Heckgarage beladen. Und wir haben natürlich auch oben noch Staufächer und unten noch eins. Ne? Also auch an die Heizung komme ich gut ran. Sieht man auch schon, wo die sitzt. 230 Volt Steckdose hier an der rechten Seite hier oben. Und hier nochmal ein kleines Lämpchen. Ja, ihr seht schon, klappentechnisch sieht es jetzt bei dem Cosmo eher weniger aus. Das haben wir beim EcoVip, den wir gerade eben auch abgefilmt haben, sah das ein bisschen anders aus. Aber jetzt haben wir hier noch unseren Gaskasten. Da ist jetzt ein bisschen Zeug drin, ja, also Diebstahl geschützt. Wir haben
auf jeden Fall zwei 11 Kilo Gasflaschen, die hintereinander passen. Und hier dann jetzt in dem Fall noch ein Gasventil. Logischerweise, klar, einziger Nachteil ist natürlich, dass man die Flaschen hintereinander stapeln muss. Haben aber auf jeden Fall eine gute Hebehöhe, für mich zumindest. Alles klar, dann sind wir eigentlich außen schon durch, weil auf der Seite haben wir ein gewohnt ähnliches Bild. Ja, wir haben eine 4 Meter Markise und eine Oyster 80 HD Sat-Anlage zusätzlich noch. Also die Oyster packt auch wirklich gut viel, nimmt auch ein bisschen Höhe ein, aber ist ein Premium-Produkt, also bei Leica darauf Wert gelegt, dass halt auch die Lieferanten, Zulieferer auch immer ganz gut ausgestattet sind. Was vielleicht noch ganz interessant ist, wenn wir eh gerade beim Gaskasten stehen, es gibt hier nämlich noch eine Zusatz-Dieselheizung von Fiat, die ist dann vorne im Fahrerhaus, also kann man optional bei Leica noch dazu wählen. Da haben wir eine Standheizung noch von Fiat allerdings, ne? Also ist auch nur fürs Fahrerhaus gedacht, aber wollte ich euch ja informiert haben drüber. Dann kommen wir zu den technischen Daten. Das Preisblatt bei Leica ist sehr übersichtlich, lasst euch nicht täuschen. Von dieser Schrift hier, die ist nämlich ab vom Werk. Wir haben einen Grundpreis von 66.981 Euro. Wenn wir das Fahrzeug gut ausstatten, so wie es hier der Fall ist, dann haben wir 78.000, ca. 80.000, kommt man schon gut hin. Der Emblema hat aber allerdings schon ein paar Sachen dem Cosmo voraus. Einerseits hat er ein anderes Holzdekor, also nicht das Perro Toscano, sondern Noce Italiano heißt es. Schauen wir uns doch mal an. Und hat einfach ein bisschen mehr Ausstattung. Also der ist ca. 3.900 Euro teurer als jetzt der normale Cosmo. Hat dafür aber beispielsweise Abwassertank isoliert und beheizt. Er hat die Alufelgen serienmäßig drin und er hat ein Multimedia-Paket. Wir haben jetzt bei dem Fahrzeug eine Länge von 6,95 Meter, eine Breite von 2,33 Meter. Also 2,33 Meter Standard Wohnmobilmaße. Zum Vergleich, der EcoVip ist schmaler. Also um 7 cm und eine Höhe von 2,94 m ist auch eher im Normalbereich. Was ich jetzt aber gleich sehe oder was mir gleich auffällt, auf jeden Fall die Sat-Anlage nimmt nochmal richtig viel Höhe weg. Aber das haben wir natürlich dann bei jedem Fahrzeug. Also grundsätzlich haben wir hier Standardmaße. Gucken wir uns das Fahrzeug mal von drin an und euch wünsche ich jetzt erstmal viel Spaß mit den Highlights. Gucken wir mal ins Fahrzeug rein. Wir haben jetzt hier eine Komfort-Eingangstür, also eine XL-Eingangstür, das heißt extra breit und auch ein schönes großes Fenster. Das ist auch ein sehr breites Fenster. Das ist auch die Eingangstür von der Erwin Hümer Gruppe. Mülleimer hier im Eingang. Grundsätzlich sieht man hier schon sehr viel und was einem gleich entgegenkommt, ist hier der Rotstich von dem Dekor. Coupé-Einstieg, also keine Trittstufe. Meines Erachtens nach auch ein Vorteil, aber lasst euch selber mal von dem Fahrzeug überzeugen und kommt gerne mal rein. Also, was fällt uns jetzt hier gleich mal auf? Es ist hier, ich sag mal, dieses, bei Detlefs heißt es Topas Apfel, hier heißt es Noce Italiano, also so ein sehr, ich sag mal, dunkel-rötliches Holz. Ist auch nur bei dem Cosmo Emblema so. Wie gesagt, der normale Cosmo hat das Perro Toscana. Unterschied kann euch der Josh einfach mal einblenden. Wir haben dann auch hier die serienausgestattete Wohnwelt, die finde ich aber trotzdem sehr gut passt, weil wir haben zum Beispiel auch hier diesen braunen Streifen. Also es ist natürlich Geschmackssache. Ich persönlich bin auch nicht der größte Freund von, ich sag mal, rötlichen Hölzern, aber das kann natürlich jeder für sich selber erfahren. Was mir auf jeden Fall sehr gut gefällt, ist der Boden. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Optik. Also sehr italienisch gehalten natürlich. Eins muss man auch sagen, ja, das Holzdekor und die Polster, die stimmen sich auch gut hier mit den Oberflächen ab. Also grundsätzlich meines Erachtens ein stimmiges Konzept, auch wenn natürlich die Farbgebung grundsätzlich auch Geschmackssache ist. Auf jeden Fall haben wir sehr, sehr viel indirekte Beleuchtung hier im Cosmo Emblema. Also ihr seht es ja hier einmal her, ne? Lichtleisten links und rechts, große Funktionsbeleuchtung unter dem Hubbett ist auch für solche, ich sag mal, teilintegrierten Hersteller mit Hubbett nicht immer selbstverständlich. Aber ihr habt hier gut Licht. Wir haben hier Funktionsleuchten. Die Küche ist gut ausgeleuchtet. Hinten im Schlafbereich haben wir relativ viel indirekte Beleuchtung. Also das Fahrzeug ist gut ausgeleuchtet. Mir fehlt jetzt hier noch ein bisschen Tageslicht. Aber wenn ich mich so umschaue,
ist jetzt auch schwer möglich, hier noch ein zusätzliches Fenster einzubauen. Worauf sie Wert gelegt haben, schöne Verkleidungen um die Fenster herum und auch um die Küchenrückwand. Also einmal hier haben wir sehr, sehr viel und vorne natürlich dann das Skyview-Fenster in der T-Haube, wo dann auch nochmal schön Tageslicht reinkommt. Zum Fahrerhaus, nur kurz angerissen, ist jetzt ein Fiat 8 drinne. Möchte ich jetzt aber auch nicht ins Detail drauf eingehen. Wir haben beim Cosmo Emblema serienmäßig das X-Cent Navi drin, also nicht das Zenec wie beim EcoVips, sondern X-Cent 8 Zoll im Multimedia-Paket. Wir haben es wegen Diebstahlschutz jetzt eben hier rausgenommen, deswegen sieht es hier so ein bisschen, ich sag mal, rustikal aus. Aber wie gesagt, zum Fiat 8 haben wir auch nochmal ein separates Video gemacht, bei Leica eben dann auch ab dem kommenden Modell ja dann auch mit drinne. Wir sind jetzt hier in der Sitzgruppe. Leica legt auch immer sehr großen Wert auf Komfort. Natürlich sind wir hier auch, wir sind ja auch in einem Premium-Hersteller. Was ich gut finde, auf jeden Fall sehr schön gepolstert hier. Der Tisch ist verschiebbar. Den kann ich dann auch hier unten wieder arretieren. Wir haben auch hier, anders als beim EcoVip, auch so eine, weißt du, so ein silbernen Streifen hier an dem Tisch. Hinten ist es auch verleimt, also hier ist dann auch die Kante, dass es nicht vorne ist. Grundsätzlich zur L-Sitzgruppe bleibt mir jetzt nicht viel zu sagen. Ist auf jeden Fall bequem, fühlt sich gut an. Und dann hier links noch ein großes Fenster, finde ich dann auch immer eine gute Sache. Was auf jeden Fall, Josh, was ganz, ganz wichtig ist, ja, wir haben in dem Fahrzeug echt eine sehr gute Stehhöhe. Also ich stehe jetzt hier unterm Hubbett und ihr seht ja, wenn ich mich groß mache, ja, dann wird es schon ein bisschen enger, aber ich habe jetzt wahrscheinlich 1,90 Meter gut Platz. Ich komme hier nirgendwo hin, muss mich jetzt nicht unnötig in die Höhe strecken, sondern stehe einfach nur aufrecht da. Und hier unter, also abseits vom Hubbett, habe ich nochmal richtig viel Stehhöhe. Und das ist auch was Leica immer sehr, sehr gut macht. Also die haben immer eine sehr gute Stehhöhe. Also auf jeden Fall seht ihr schon 2 Meter, ja. Kein zuverlässiges Maß, aber ja, 2,10 Meter haben wir auf jeden Fall. Und unter dem Hubbett haben wir jetzt auch, wie ich schon gesagt hatte, 1,90 Meter. Wir haben jetzt hier auch eine großzügige Ablage. Das erinnert mich auch an den Trend 6717. Von Detlefs, da ist mir das nämlich auch immer so aufgefallen. Das ist natürlich, einerseits ist da nichts, da das Hubbett dann auch runterfahren kann. Wir haben hier auch noch die Möglichkeit eines 32 Zoll Fernsehers, der dann natürlich ausgespart ist extra, dass das Hubbett noch hoch und runter fahren kann. Und wenn ich das oben habe, kann ich natürlich hier sehr, sehr schön was ablegen. Also das heißt, wenn ich das Fahrzeug auch für 2 Personen bestelle und das Hubbett vielleicht weglasse, dann ist das nochmal ein sehr, sehr schöner Ablageplatz. Übrigens ist da kein Licht. Ja, so, jetzt sind wir besser ausgeleuchtet. Speaking of Hubbett, ich würde sagen, ich fahre das mal runter. Bevor wir das machen, haben wir hier noch 2 Kläppchen, sage ich jetzt mal. Die aber ganz gut aufmachen. Auch mit dem Griff finde ich das ganz gut. Normalerweise haben wir es hier irgendwo, aber bei Leica, ja, finde ich ganz gut. Weiß-Hochglanz ist das dann übrigens, falls man es auf der Kamera nicht erkennt. Hubbett haben wir hier, ohne Hubbett-Schlüssel. Kann Vor- oder Nachteile haben. Vorteil ist auf jeden Fall, dass ich den Schlüssel nicht verliere. Immer aufpassen, dass hier nichts ist. Hallo. Und dann sehen wir uns hier wieder über dem Hubbett. Wir haben dann hier unsere Matratze, die ist jetzt natürlich nicht ganz so dick. Ist auf jeden Fall eine gute Breite. Wenn euch die genauen Maße vom Hubbett interessieren, dann schaut einfach in die Videobeschreibung. Da haben wir natürlich die Maße vom Hubbett nochmal mit drin. Aber ich mache jetzt mal eins, ich gehe jetzt mal oben rein und gucke mir das mal genauer an. Hier haben wir mal die Leiter. Ich habe erst letztens wieder im Hubbett geschlafen. Es war aber kein Leica, sondern ein Sunlight. Und ich habe damit ja gar kein Problem. Und ich sehe auch schon, sehr, sehr komfortabel. Und ne, ich bin jetzt hier, also es könnte jetzt ohne Probleme hier noch eine zweite Person liegen. Und ich sag's immer gerne dazu, gut, jetzt habe ich hier das Ding hier im Weg, aber das ist jetzt auch nicht das größte Problem. Ich sag's immer gerne dazu, ich bin nicht der Größte und auch nicht der Schmalste und ich bin nicht der Kleinste und nicht der Schmalste. Der Größte bin ich auch nicht. Ihr wisst, was ich meine. Also Platz haben wir auf jeden Fall genug. Und natürlich, boah, das wackelt gar nicht fast. Also ich kann mich hier gut drehen und mein Schlafnachbar, sage ich jetzt mal, der würde das gar nicht bemerken. Natürlich, also muss man jetzt auch mal sagen. Ich komme hier gut raus und rein, aber da bist du. Ich komme hier gut raus und rein, aber von der Sitzhöhe habt ihr natürlich nicht so viel Platz. Das ist jetzt die niedrigste Stellung, die wir da machen können. Und ich kann natürlich auch, wenn es jetzt Kinder betrifft, ich sag mal in dieser Stellung belassen. Kann jetzt auch jemand drin schlafen, da habe ich unten noch mehr Platz, ja. Gut, dann fahre ich mal wieder ganz hoch. Dürft uns ja auch gerne mal in den Kommentaren wissen lassen,
was ihr jetzt von dem Leica haltet, beziehungsweise wie euch das Video gefällt, auch jetzt gerne jetzt schon mal. Vielleicht sind euch schon ein paar Sachen aufgefallen. Und natürlich freuen wir uns an der Stelle auch immer über ein Abo. Kommen wir zur Küche, oder? Küche, ganz, ganz toll, finde ich. Gusseiserner Rost, immer eine gute Geschichte. Auch hier jetzt der Dreiflammkocher ohne Piezo-Zündung. Also hier brauchen wir jetzt noch das Feuerzeug zusätzlich. Finde ich jetzt ein bisschen schade, aber auch kein großes Problem. Dann haben wir hier im Cosmo Emblema serienmäßig die Dunstabzugshaube drin. Ist nicht schlecht. Klar kann man mit offenem Fenster kochen, aber wenn ihr wirklich einen Abzug habt, wo die Luft wirklich nach draußen strömt, ist das keine schlechte Sache. Und dann auch hier, wie im Ecovip auch, unsere Edelstahlspüle. Den Zollstock könnt ihr mal außen vor lassen, aber hier einfach Edelstahl noch in der Küche drin. Unsere Schubladen, die gehe ich jetzt mal alle durch. Da ist noch ein bisschen Kosch drin. Oder hier. Na, hoppla. Das muss noch ein bisschen eingestellt werden, aber das ist dann noch die Küchenplatte. Ja, ich war einfach nur ein bisschen zu grob. So, dann haben wir hier unseren 142 Liter Kühlschrank. Natürlich ist das jetzt eine kleinere Küche, vom Grundriss her ja auch 7 Meter lang. Der Kühlschrank ist trotzdem groß ausgefallen. Oben drüber passt jetzt kein Backofen mehr. Unten drunter auch nicht. Dann haben wir hier noch unsere Schublade, wo man noch gewisse Lebensmittel dann verstauen können. Und natürlich ein großes Schubfach. Passt ein gute Teller, Gläser und sowas kriegt man da auch noch irgendwie rein. Klar, was jetzt natürlich der Nachteil ist, durch die Dunstabzugshaube ist auch hier ein bisschen Stauraum verloren gegangen. Gehe ich mal hier ins Bad. Badtür mache ich jetzt mal auf. Die ist jetzt nicht irgendwo arretierbar, das heißt, das Bad ist in sich geschlossen. Wir haben jetzt auch hier das Kombibad, das wir aus der EHG oder von anderen EHG-Herstellern auch kennen. Das ist zum Beispiel Sunlight oder Detlefs. Ja, das hat jetzt keine andere Größe, deswegen auch hier der Nassbereich zusätzlich noch schließbar. Holzlattenrost ist auch beim Emblema mit dabei. Aber was man sagen muss, Stehhöhe passt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also ich habe hier nochmal gute 15 cm Platz. Und dann auch hier nochmal einen kleinen Dachlüfter. Hier ist jetzt noch ein bisschen Kosch mit drin. Also auch hier der Pilzlüfter, den ich mit beiden Griffen aufmachen kann. So, ganz wichtig. Guck mal, wie groß das Badfenster ist. Ist nicht schlecht. Also spart man sich auch die Außendusche. Ihr seht es auch schon am Duschkopf. Hier haben wir jetzt keine Druckwasserpumpe, sondern eine Tauchpumpe mit drin im Emblema. So. Dir zu. Machen wir einen Stauraum vielleicht noch. Ne? Da passt gut was rein. Also haben wir Platz. Beispielsweise. Ja, im Schlafbereich angekommen, haben wir dann auf der linken Seite noch einen zusätzlichen Stauraum. Keine Lampe. Bisschen schade. Aber da auf jeden Fall ein Haufen Platz. Also wirklich sehr, sehr viel. Ich hoffe, man kann es auf der Kamera gut sehen. Das hat eine sehr große Tiefe. Das ist natürlich das Problem, dass man halt nicht so gut rankommt. Unten haben wir dann unsere Heizung versteckt. Unter dem Schlafbereich bin ich jetzt eigentlich kein großer Fan, aber war wahrscheinlich konstruktionszeitig nicht anders möglich. Und dann haben wir hier noch unser Elasi-Ventil. Auf der rechten Seite gleiches Spiel. Auf jeden Fall haben wir da einen Haufen Platz. Wir haben auch da unten dann eine Kleiderstange, also oben an der Decke von diesem Staufach. Da leuchte ich auch nochmal hin. Da können wir dann schön unsere Klamotten reinhängen, auch eine sehr große Höhe. Das heißt auch Hemden und Shirts und was weiß ich von größeren Menschen kann man da ohne Sorgen dann reinlegen. Ja, dann sind wir eigentlich auch schon im Schlafbereich angekommen. Wir haben dann hier unseren Vorhang von Leica, den ich zumachen kann. Macht einen relativ stabilen Eindruck. Wir haben hier hinten unsere Einzelbetten. Ist für mich auch mal interessant, wie lang die sind. Auf der linken Seite Fahrtrichtung haben wir 1,80 Meter und auf der rechten Seite Fahrtrichtung haben wir 1,95 Meter, also rechts deutlich länger. Natürlich davon ausgehend, dass beide Partner unterschiedlich groß sind. Und jetzt mache ich mal den Liegetest und gucke mir das mal an. Also auf der linken Seite brauche ich jetzt erst gar nicht zu gucken, das ist zu kurz für mich. Bei den Einzelbetten haben wir natürlich auch keine Platzprobleme. Auf jeden Fall auch die Sitzhöhe gefällt mir echt gut, muss ich sagen. Ich kann jetzt hier, klar, ich bin ein bisschen gebeugt, aber ich kann hier gut sitzen. Mit meinen 1,88 und liegen passt wirklich super. Und was ich jetzt letzte Mal beim Ecovip ein bisschen kritisiert habe, nämlich die Tiefe der Fächer, finde ich, ist hier jetzt ein großer Vorteil, weil
Ich kann hier, ohne mir den Kopf anzuhauen, wirklich hoch und runter gehen. Es ist auch nicht mal knapp. Das finde ich sehr gut. Und dann hier noch unsere Klappen. Also trotzdem haben wir echt eine gute Tiefe da eigentlich. Ne? Also kann man Shirts und Hosen kann man da schon reinlegen, muss man sagen. Was auf jeden Fall toll ist, ist das Ambiente hier mit dieser Küchenrückwand, sage ich schon. Also mit der Schlafzimmerrückwand, diese indirekte Beleuchtung, die da rauskommt. Echt schön, auch oben. Wir können das mal schauen. Ne? Ist echt eine gute Sache. Diese Leselampen, die wir hier haben, die finde ich auch gut, weil wenn ich jetzt praktisch die nicht punktuell, wenn ich da nicht punktuell reinschaue, dann wirken die auch nicht so ulkig, sage ich mal. Ja, also ich kann die hier punktuell irgendwo drauf machen, zum Beispiel auf mein Buch, wo ich dann lese, oder das Kindle, und dann kann ich da ganz gut reinschauen. Ich habe auch hier noch Ablage links und rechts in Lederoptik und bei beiden Seiten ein sehr großes Fenster. Gibt ja nichts Schöneres, als morgens mal kurz rauszugucken, wie das Wetter ist. Vor allem, wenn man mal irgendwo abseits steht, ist das natürlich eine schöne Geschichte. Und über mir haben wir dann noch ein kleines Dachfenster, wo dann auch noch mal zusätzlich Licht reinkommt. Da hätte ich mir jetzt vielleicht ein Panoramadachfenster, so ein Heki oder sowas gewünscht, aber ja, ist jetzt halt einfach ein bisschen kleiner ausgefallen. Was macht den Leica Cosmo Emblema jetzt so besonders? Auf jeden Fall das Holzdekor, das wir im normalen Cosmo nicht drin haben. Er hat noch ein paar ausstattungstechnische Gimmicks, wie jetzt beispielsweise das Multimedia-Paket oder Abwassertank isoliert und beheizt. Wir haben ja auch eigentlich eine relativ gute Isolierung. Das ist das EPS von Leica. Also Leica legt auch immer einen sehr großen Wert auf diese Premium-Fähigkeit oder auch Wintertauglichkeit, Winterfestigkeit, wie man es dann zum Schluss auch schimpfen mag. Man merkt in der Verarbeitung schon, dass man hier in einem etwas gehobeneren Hersteller, sage ich mal, ist, Herstellersegment ist. Also der Emblema soll sozusagen den Cosmo noch mal ein bisschen abrunden, hat dann eben die ein oder anderen Sachen. Der Trend geht ja auch allgemein dazu, gerade im InDesign bei deutschen Herstellern, eher in Richtung urban zu gehen. Das heißt, viele Grautöne, rustikale Holzoptik, Betonoptik, schwarz mit Holz und so weiter. Und Leica macht es einfach gerade andersrum. Die halten einfach nochmal Bestand mit diesem italienischen Flair, haben halt einen sehr rötlichen Ton. Ich sag's nochmal, ist Geschmackssache, aber auf jeden Fall finde ich es toll, dass Leica sich auch ein bisschen abhebt vom Markt, dass da noch ein Unterschied erkennbar ist. Einzelbetten hinten, sehr gut gemacht. Was man wirklich sagen muss, ist ein stimmiges Konzept, auch wenn einem die Farbe vielleicht nicht gefällt, passt sich's wirklich gut zusammen an. Also Oberflächen, Holzdekor und auch das Polster in der Serienfarbe, was wir hier haben. Wir haben natürlich noch weitere Polsteroptionen. Ist auch ein stolzer Preis, also bei 66.981 kann ich mich erinnern, fangen wir an. Wenn wir jetzt das Fahrzeug so, wie wir es dastehen haben, mit 78.000, haben wir auch eine Zuladung von circa 500 Kilo, das ist wirklich sehr, sehr gut. Das heißt, ich bin hier im teilintegrierten Bereich noch im 3,5-Tonnen-Bereich, weil 500 Kilo Zuladung kann ich auch mal mit 4 Personen ganz gut wegfahren, also eine kleine Familie beispielsweise. Also das Fahrzeug ist sehr gut einsetzbar, Verarbeitungsqualität ist sehr, sehr gut. Wir haben hier und da an manchen Stellen eben was andere Hersteller nicht haben. Was mir auf jeden Fall sehr gut gefällt, ist hier diese Lichtleiste über dem Hubbett. Ist jetzt auch nichts krass Besonderes, aber trotzdem eine tolle Geschichte. Auch Rahmenfenster serienmäßig, sowas ist halt beim Leica dann mit drinne. Und an der Stelle interessiert sich mal, was ihr von dem Fahrzeug haltet. Schreibt uns gerne in die Kommentare oder auch, wie euch das Video gefallen hat. Lasst uns auf jeden Fall ein Abo da, dann verpasst ihr solche Videos nicht mehr. Auch die Glocke aktivieren und wie immer Daumen nach oben. Freut uns immer sehr über das Feedback auf die letzten Videos. War größtenteils sehr positiv, hat uns wirklich sehr gefreut. Und an der Stelle sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Bis dann.